Wir wollten angeln. Wir wollten ja aber angeln. Du, Blocki, ich habe was Neues geholt. Du hast was Neues geholt? Ja. Was denn? Ja, hier, nimm. Zeig's dir. Moin! Alter, das ist Sonntag 11 Uhr. Was willst du hier? Messen. Was messen? Junge, das Berg. Willst du zur Kirche, zur Messe oder was? Nee, nein. Falsche Baustelle. Was hast du vor? Ja, deine Halterung. Ja, welche Halterung? Fürs Echolot und für die Route. Aha. Wir brauchen noch ein Toplicht, ne? Brauchen wir das? Ja. Ohne geht gar nicht? Wir wollen ja auch in der Dunkelheit schon loslegen. Dann müssen wir ein Kabel legen. Ne, es gibt auch, glaube ich, Toplichter mit Batterie. Das wäre top, das Licht. Du weißt aber schon, dass die Mütze, die du auffasst, gewaltig hässlich ist, ne? Nein. Doch. Ich hab dich immer auf, die ist nicht hässlich. Doch. Aber gut, du bist ja eh Meister der Gesichtszüge. Ich hab die seit Jahren auf und heute fällt dir auf, dass die hässlich ist. Das ist mir schon immer aufgefallen, ich hab's noch nicht gesagt. Dein Shirt ist hässlich. Das ist ein Arcturus-Shirt, das kann ich hässlich. Ne, falsch, Falkenbach. Das ist nicht hässlich. Du weißt nicht mal, was du anhast. Ja, was hast du denn jetzt gezeigt? Hä? Ich habe mir dein Auto angeguckt, das ist immer noch so sauber, das kennt man nicht von dir. Nicht benutzt, war? Doch. Siehst du, das ist alles voller Pollen. Du, auch ich kann mal sauber machen lassen. Das wird nichts, Junge. Da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Du weißt gar nicht, was ich vorhabe. Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Das wäre optimal, ey. Das ist die richtige Höhe, ohne Scheiß. Ja, aber guck dir mal die Verlängerung an. Was willst du denn da oben drauf packen, damit das Echolot da drauf passt? Ohne Scheiß, Alter. Das ist echt sitzen. Das kannst du nicht sitzen. Das ist ja fast. Wenn du da auf dem Stuhl sitzt und da diese Plastikabdeckung, das steht ja am Weg. Da sehe ich ja nur halbe Echolot. Das ist ja auch kacke irgendwie. Oh, schön. Du hast wieder geknattert. Bist du drauf? Natürlich bist du drauf. Okay. Ich weiß nicht, ich kann es mir. Sitz doch nicht Mickey Mouse-mäßig davor, Junge. Setz dich doch. Boah, Alter! Alter, ey, der hat sich gerade voll auf meine Zunge gelegt. Das ist ekelhaft. Ja, besser auf deine als auf meine. Setz dich mal ins Boot. Boah, das stinkt, Junge. Setz dich mal aufs Boot drauf. Ich kletter da jetzt nicht hoch, Alter. Das kannst du abhaken. Boah, das stinkt noch immer, Junge. Guck mal, wenn du da dann sitzt, dann ist das hier doch im Blickwinkel. Das da. Guckst du da drüber her, Junge, Mann. Wie sollst du da drüber her gucken, wenn das genau in dem Blickwinkel drin ist? Ich kletter da jetzt rein, ey. Junge, Brot kann schimmeln. Was kannst du? Sei nicht so aggressiv. Wir haben den Heiligen Sonntag. Heiligen Sonntag? Wer hat mir denn gesagt, ich habe keine Zeit? Ich. Und du bist trotzdem gekommen. Junge, elegant wie so ein fettes Nilpferd. Wenn ich gleich einen neuen Stuhl brauche, wissen wir Bescheid. Wie war das noch? Seegang? Halt dich deine Fresse. Oh ja, das ist total im Blickwinkel. Das ist total. Ja, ich dachte, man sitzt tiefer. Muss man eigentlich so scheiße rausgucken? Also diese Konstruktion ist ja auch sinnfrei. Das muss höher. Was hast du denn? Polen. Was? Pollen. Das kannst du vergessen. Das ist scheiße. Und da passt wahrscheinlich nicht hin, ne? Ja, jetzt sind wir ein bisschen überfragt, wie wir am besten Routenständer hier montieren, so dass das einigermaßen Sinn. Was? Fang nochmal an, dein Gesicht war nur halb drauf. Ja, das ist so. Ja. Also Leute, vielleicht habt ihr. Lacht da hinten nicht so. Stimmt, ist hier eine ernste Veranstaltung. So Leute, vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir hier am besten Routenhalter montieren können. So, dass wir am Ende optimal, ja, jeder so seine 1-2 Routen ablegen kann. Weil aktuell ist das alles nicht so produktiv, wie das hier aussieht. Das ist hier, guck mal. Was soll das? Da gewinnst du keinen Krieg mehr, da kannst du keine Route reinstellen. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns die mal in die Kommentare oder schreibt uns eine PN oder was weiß ich. Und dann gucken wir mal, wie wir das am besten bauen. Muss nicht weinen. Alter, ab und zu ziehst du Gesichter, Junge. Was war hier denn mal drin eigentlich? Wofür ist das denn da? Ja. Hier mache ich welche. Große Bleche fertig. Muss ein bisschen lauter reden, dann hört man das auch. Bitte.
Danke. Hier machen wir ein Blech hin, was etwas größer ist. Ich gehe mal rum, dann sehen wir das. Warte. Da wir nicht unbedingt darauf vertrauen, das einfach nur mit vier Schrauben hier zu fixieren, machen wir da ein Blech hinter. Und von wem haben wir den Tipp? Den haben wir von Stefan bekommen, ne? Ein Dankeschön an Stefan für den tollen Tipp. Ja, danke Stefan. Wir werden den nur so ausführen. Und dann gucken wir mal, ob das besser hält. Ich denke auch. Auf jeden Fall. Ich glaube, den Stefan laden wir dann auch mal auf eine gemeinsame Hechttour ein. Ja. Unbedingt. Hey Picasso, was machst du da? Nur eine kurze Skizze, damit ich mir merke, was ich hier alles erzählt habe und ausgemessen habe. Was ist alles los? Ja, Hunde. Wird da einer umgebracht? Da hörst du jemanden schreien? Ja, den Hund. Hört sich an wie Paddy seiner. Ja, glaubst du, das ist einer? Da gibt es wohl noch mehr solche PPs. Name. Gucken, was alles da ist. So, das wer ist er denn? Hallo, wo bist du? Komm her. Steck mal Finger rein. Oh. Was? Ja, bescheuert. Du lachst und das ganze Boot vibriert. Und der Motor springt noch immer nicht an. Irgendwann springt der Motor nochmal an. Dein Lachen klingt echt wie ein Motor, der nicht anspringt. Was? Hast du denn irgendwas zu tun? Ja, aber du hältst mich auf. Ich kann dich doch nicht hier alleine auf unserem Hof rumlungern lassen. Du machst wieder genau das, was die Zuschauer schon gesagt haben. Rumstehen, doofe Kommentare abgeben. Das ist unfassbar. Du weißt schon, dass wir eigentlich einen heiligen Sonntag haben, dass man da nichts tut. Ja, wir tun doch nichts. Ja, du nervst uns. Du hast jeden Tag Sonntag, wenn es danach geht, Junge. Du weißt schon, dass ich als Einziger 14, 16 Stunden am Tag arbeite. Ja, ja, arbeiten nennst du das. Ja, programmieren ist auch arbeiten. Ja, ja, unbedingt. Ganz harte Arbeit, ganz schwer, Junge. Danke, Dennis. Was machst du da eigentlich? Aufsteigen, Mann. Elegant wie ein Nilpferd. Gut, dann machen wir mal die Plane wieder drauf. Hey Speckpony! Da kommt der alte Heckbisser wieder. Da ist noch einer. Na? Oh, was hast du denn da mitgebracht? Das, was du nicht hast. Und was ist das? Werkzeug. Was hast du denn? Bleib mal, guck mal wieder vorne. Da muss ich mal im Schaf machen. Ich meine, das ist eklig. Das will kein. Oh, Verfunkel. Oh, Junge, das ist ein Pickel. Den machst du nicht auf Video, so natürlich. Schwierig. Du bist ein Spack. Aber du, Blocki, ich habe was Neues geholt. Du hast was Neues geholt? Ja. Was denn? Ja, hier, nimm, zeig's dir. Neues Spielzeug. Neues Echolot. Und natürlich passend diese komische Kopfhalterung, die halt ja, gefühlt einmal eine ganze Seele kostet, für so ein kleines Stück. Aber man will ja nur für sein Boot nur das Beste haben. Und das Geilste ist, schon wieder was Neues bestellt. Das nennt sich Elektromotor. Nein! Aber der kommt noch. Und den müssen wir jetzt anbauen. Das schnell gemacht. Ich will nämlich angeln. Ja, dann je schneller du arbeitest, umso schneller kommen wir zum Angeln. Und außerdem habe ich Hunger. Aber Blocki wollte doch hier, Schmitty wollte doch hier mit seinem Grillshirt, der wollte aber was essen holen. Ja, aber du hast mir ja gesagt, ich soll laufen und da hatte ich ja direkt Antipathie. Ich kann nachher was organisieren, ja. Ich kann das organisieren, das klingt aber echt richtig schäbig. Was muss jetzt hier dran? Nur das Ding oder was? Wir müssen das Echolot fertig machen, dann müssen wir hinten den Gehbar dran machen. Eigentlich wollten wir auch nochmal die Rutenhalter fertig machen, ne? Und wir müssen die Löcher versiegeln. Wir müssen jetzt hier erstmal spartanisch, das muss losgehen. Hatte ich aber letztens erst, deswegen brauche ich das heute nicht wieder. Genau, muss auch mal ein bisschen abwechslungsreich essen. Abwechslungsreiche Ernährung, weißt du? Also abwechslungsreich heißt immer Döner von einem anderen Dönerladen. Ja, das ist Abwechslung. Ja, du, dein Wort in Gottes Ohr erzählst mir. Wir kümmern uns jetzt um. Über! Was brätst du da? Wo ist das hier? Ist das an? Ist an. Rot blinkt das doch, oder nicht? In der Ecke. Wo blinkt das rot? Rot an der Ecke. Rechts? Ja, rechts. Ja. So, jetzt packen wir das Schätzchen mal aus. Ich habe es natürlich schon mal ausgepackt, aber ganz ehrlich. Oh, ich voll. Hast du gerade dich versucht, auf Drehen den Stil zu legen mit der Kamera? Nein. Kannst du die Kamera nicht eine halbe Minute festhalten, ohne dass du dich irgendwo ablegen musst? Jetzt start hier Uniboxing, oder wie der Tauch sich schimpft. Wie hast du das gerade genannt? Uniboxing. Uniboxing. Wenn man nur mit Professionellen unterwegs ist, so.
Wie heißt es denn? Nee, das Professionelle. Professionelle sind was anderes. Professionelle, wenn man nur mit Profis unterwegs ist. Oh Gott, ey, lass mir das so Stein für den Post. Wie heißt das denn? Wie sagst du denn dazu? Unboxing. Nicht Uni-Boxing. Stimmt. Ja. Willst du irgendeinen Studenten unboxen oder was? Hey, warte, ich lösche diese Szene. Du brauchst gar nichts löschen. Du kannst das gar nicht. Wir nehmen das Moped hier mal auseinander. Schönes Helix 7. So, ausgepackt. Tada! Eine deutsche Anleitung dabei finde ich schon mal gut, weil es die sonst wohl nicht in echt gibt. Und das hier habe ich schon mal fertig gemacht für den Zigarettenentzünder. Ich habe das selber hingekriegt. Da guckst du blöd, aber das sieht sauber aus, oder? Ja, mit Tesafilm. Traumhaft. Ja, ich habe den Isolierband hatte ich nicht da, aber ganz ehrlich, du hast da selber nur mit Isolierband drum geklebt, aber das ist sauber geknippt. Hast du denn welches hier? Was habe ich? Isolierband. Jetzt holt er gleich wieder Teflon raus. Ich glaub vorne, ne? Hier, hab's. Ach, guck mal, hast du nicht gerade gesagt, ich habe kein Isolierband? Ich bin leider hängen geblieben. Über das Tesafilm. Du bist... Ist das nicht egal? Oh, ey, ohne Scheiß, Alter. Ja, du, mach mir das. Wenn hier einer der Oberfuscher ist... Du bist das, ist, der wenig Zeit hat. Du bist das, der drängelt. Und jetzt bin ich schon wieder am Kaugummi-Kauen hier, mit dem Tesafilm-Kauen. Du hattest das hier, das Isolierband. Warum hast du das nicht einfach von Anfang an vernünftig gemacht? Weil ich dachte, das wäre bei dir. Denken sollst du, wir fährten überlassen einen dickeren Kopf. Ich hatte keinen Bock, zum ein Boot zu suchen. Sei ehrlich, du hattest keinen Bock, zum Boot zu laufen vom Sofa. Ja, das ist wirklich so. Also zu suchen danach. Satans, Junge. Im Übrigen für die Zuschauer, er und er, das sind mit Abstand die faulsten Leute, die ich kenne. Das stimmt nicht. Doch. Wenn du wüsstest, wie viel ich mir den Arsch aufreiße, damit ich die Bequemlichkeit gewähren kann. Es ist da ja reiße nicht, ich mir den Arsch auf. Es ist ja nicht schlimm, faul zu sein. Nein, ich bin nicht faul, ich bin effektiv. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin Softwareentwickler. Als Softwareentwickler sorge ich dafür, dass so Leute wie du so wenig wie möglich machen müssen, um so viel Effektivität daraus zu bekommen. Und darin bin ich einfach großartig. So. Ja, das mag ja sein. Das ist, dann ist es auch nicht schlimm, faul zu sein. Man sagt ja auch, man kann lieber mit einem Faulen zusammenarbeiten als mit einem Dummen. Ja, aber ich bin also nicht faul. Ich habe keine Ausreden für meine Faulheit. Ich bin einfach gerne faul. Und finde auch immer Mittel und Wege, maximal faul zu sein. Das ist es nämlich. Das ist es. Ich reiß mir auch den Arsch dafür auf, um maximal effektiv zu sein. Mir geht es um die Effektivität. Es macht doch einfach keinen... Dann mach jetzt effektiv den scheiß Band da drum. Ja. Ich habe keine Zeit, Mann. So, jetzt haben wir hier das Kabel. Stromkabel für das Echolot. Das hier ist das Moped, nennt sich wohl Gimbal. Da kommt gleich das Echolot runter und das müssen wir gleich unter die Halterung schrauben. Wo habe ich die denn wieder liegen? Die steht da vorne. Das sind die passenden Löcher. Ja, werf mal her. Aber da fehlen uns noch Schrauben für. Du hast keine, ne? Ich habe vorhin gefragt, welche Schrauben ich. Ich habe dir die Maße durchgegeben. 0,8. Nein, lüg nicht. Du hast gefragt, welche Länge. Und da habe ich erstmal gesagt, oben war bei den anderen Schrauben der Kopf zu groß. Das war 0,8. Und dann habe ich dir danach die Länge der Schrauben genannt, die ich mindestens brauche. Was ist daran denn verkehrt? Ich habe dir nicht zugehört. Du bist der Einzige, der bislang bei mir gesagt hat, ich brauche eine Schraube 0,8 mal 30 mm. Hat er dir eine Sprachnachricht geschickt? Nee, das habe ich geschrieben. Das kann ich auch gerne raus. Oh, wer ruft da denn jetzt an? Oh. Warte. Jetzt störst du uns. Ja, das kann ich gut, oder? Du, ich hab da kein Problem mit. Ich bin stressfrei. Ich hab Zeit, aber Blocki drängelt. Ja, war klar. Der will wieder mit seinen zwei linken Händen, ne? Genau, richtig. Du hast richtig erkannt. Blocki ist der mit den zwei linken Händen und alles voller Daumen. Ja, genau das. Nimm deine Zunge aus der Nase, Junge. So, gab's jetzt irgendwas Spezielles, was du brauchst? Ich wollte eigentlich von dir wissen... Kratzt du gerade deinen Arsch an meiner Hauswand? Nee, Alter, habe ich den Arsch oben am Kopf sitzen oder was? Mein Schulterblatt kratze ich an deiner Hauswand. Dein Schulterblatt hängt hier offen. Wie lang soll das Schulterblatt sein? 3 Meter oder was? Du weißt doch, hier diese alten Eber. Die kratzen sich auch mal am Baum. Normalerweise müsste man das jetzt filmen. Alter, ich bin angewidert. Ich muss dann auch durch die Tür gleich. Du, ich kratze mich an deinem Briefkasten. Ah ja, Sascha, du bist ja auch noch dran. Hast du noch eine Nachricht an die Zuschauer? Alles klar, tschüss. So, Schätzelein, komm. Ja. Die Schrauben da rein. Du hast doch noch hier die... Oh, ich hab wohl geklingelt, wa? Alter. Macht einen auf jetzt? Nee, ich hoffe nicht.
bist ein Depp, du bist so ein Idiot, ne? Alter, jetzt wo ich weiß, dass er so eine Klingel hat, dann können wir auch nachts mal vorbeigucken, oder? Schrauben, ja. Alter, wir haben aber auch eine Aufmerksamkeitsspanne, ne? Wir kriegen ja, wie eine Fliege. Ja, und hier, jetzt nimm dieses Scheißding. Ja. Du in meine Fresse. Ja, wir wollten aber hier noch weitermachen. Hier, ich erzähle euch. Hier, ich schraub das Ding da jetzt drauf. Ja, ja, du schraubst gar nichts drauf. So, Leute, wir haben hier noch. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Das Echolot, das Hummingbird. Nee, Hummingbird Helix 7. Ja, das ist wie ein Spiegel hier, da kann ich mich selbst drin sehen. Moin. Ist nicht unbedingt von Vorteil. Ja. Und der Geber. Da hinten haben wir den Angeber. Da haben wir einen Abgeber. Der gibt die Arbeit ab. Du schraubst jetzt an, ohne zu messen, ohne zu besprechen, wo wir den stehen haben wollen. Obwohl wir noch im Unboxing. Unboxing heißt das. Weißt du, der Zerprogrammierer, ne, mit den zwei linken Händen, alles voller Daumen, zwei linken Füßen und alles voller dicke Zehen. Geh doch nicht so, komm. Aber da liegt, ist die Wand im Weg. Guck, kann man abnehmen. Ja, das solltest du auch mal abnehmen. Sagt mir wer? Der weiß, wovon er redet. Der Speckpony schlechthin. Ja. Nur Amateure hier. Was machst du da, Amateurhaftes? Alter, hast du da einen ernstesten Mayo-Eimer dabei? Geh da mal zur Seite. Da sind Schrauben drin, Junge. Ist das ein Mayo-Eimer? Ja. Alter, wie viel Mayo hast du gegessen? Kein Wunder, dass du so einen Wabbelkörper hast. Du bist so hässlich, ne? Ja, das stimmt. Aber ohne Witz, guckt euch das mal an. Blocki hat einen Mayo-Eimer. Leute, hör mal auf. Erzählt uns mal in die Kommentare, wegen dem Mayo-Eimer, was Blocki wohl alles damit gegessen hat. Ob er nicht Junge, den Eimer habe ich von der Frittenbude gekriegt. Wo du vorher warst, du Fressen, du Spacken, Alter. Du hast den Pott leer gefressen. Du weißt schon, dass Mayo das Schlimmste auf der Welt ist. Es gibt Katzen und es gibt Mayo. An was mir. Ist denn schlecht an Mayo? Wollte ich gerade sagen, Junge. Was hast du denn mit Geschmacksträger Nummer 1, Alter? Ja, das sieht man. Ja, vor allen Dingen hat er den Geschmack auf deinen Bauch getragen. Du bist so fettig, ne? Du fettes Kind. Mit was isst du denn Quartal Pommes? Mit Frikandel. Ja. Soll auf die Pommes noch was drauf? Ja, ein Schnitzel. Was kostet das denn? Ja, 30 Cent. Ja, dann nehme ich einen Schnitzel. Liebes Publikum, fällt euch eigentlich wieder, Zuschauer seid ihr, Zuschauer. Fällt euch wieder auf, dass hier wieder nur einer am Arbeiten ist? Da merkt man sofort, dass du ein Originalhandwerker bist. Und auch mal Dekolleté? Ja, ja. Alter Schwede, das sieht so verboten aus. Also ich glaube, da passt so ein Eiermann, so ein 5-Mark-Stück wird da mal reinpassen. Leute, ihr filmt jetzt nicht allen Ernstes mein Arsch. Wolltest du nicht was zu essen holen? Ja, dann siehst du schon wieder, geht's nur ums Essen bei dir. Auto. Da pimmelst du da wirklich im Mayo-Pott rum und redest nur von Essen. Das sieht aber auch professionell aus, was du da machst. Lass bitte nicht fallen. Was machst du denn da jetzt schon wieder für Spagat? Ich will hier rein. Alter! Ja, war Sieger, gell? Ich merk schon, die ins Boot springen Sprüche sind ausgelutscht. So hast du geknattert? Ja. Auf mein Boot? In dein Sessel. Muss höher, sagst du? Aber ist schon geil, das Teil, oder? Bin gespannt, wenn es das erste Mal im Einsatz ist. Und dieser Halter, der ist auch geil, das muss man lassen. Ja, der war jetzt aber nicht extra dabei. Nee. Den hast du jetzt extra dazu. Ja, der kostet noch mal extra schmales Geld. Schon wieder in einer Ausbildung als Lokomotivführer? Ja, am Essen, Junge. Du hast feinsten Döner von Nasch. Das ist der Lingner Vivaldi. Ja. Ekelhaft. Brutal. Ich will mal, was der Brockner macht, ob das richtig ist.
Jetzt hast du es mit deinen eigenen Fingern noch kaputt gemacht. Das war ein ganzes Blatt. Alter, ich hoffe, ihr sauft morgen ab. Hat geklappt? Nicht kaputt? Ich weiß es nicht. Ist mir aber auch egal. So ein Schluck aufs Zocken. Bin ja morgen nicht dabei. Du bist echt beleidigt, weil ich die erste Tour mit ohne dich mache, oder? Ja. Aber liegt das an mir oder hast du keine Zeit? Liebe Zuschauer, der Blocki hat mir jetzt wirklich fleißig geholfen. Ohne ihn wird das Boot nicht stehen. Aber er hat nun mal momentan keine Zeit, um mit mir aufs Wasser zu gehen. Und ich will mein neues Boot ja gerne ausprobieren. Würdet ihr gehen? Oder würdet ihr warten, bis Blocki fertig ist? Das werden nur 3 Tage mehr. Das stimmt ja gar nicht. Jawohl, Sonntag wollen wir los. Wenn du ein richtiger Freund wärst, würdest du warten. Du, ich bin ein richtiger Freund. Weißt du warum? Ich teste das Echolot und stelle das richtig ein, damit wir mit dir zusammen effektiv angeln können. So, da ist wieder Mr. Effizienz. Das, ne? Ja, effektiv ist er. Patrick, wir beide verstehen uns, oder? Ja, aber ich finde auch, dass wir... Das ist das Blatt in der Aschkimme, ne? Hast du das doch immer, eine Kimme? Ja, Mann! Bitte nicht so laut. Das ist da alles reingedrosselt, ne? Ja, warst du aber selber schon. Ja, witzig, Alter! Hättest du da 1A wieder drauf operieren können. Gib mir das Ding. Welches? Das, was da runtergefallen ist. Hoch. Auch da. There is a village out there we call the Earth, in which inhabitants are trying not to drown. They share the universal language of the surf, a little sweet to make the sour go down. They sing, the grounds are making way for the unknown. The end of counseling, my fear was set them free. They get in touch, for they will never be alone. Can't touch you, fool. Machen wir mal an. Drück die Knöpfchen. Passiert alles? Oh, da passiert was. Nochmal. Simulier doch mal was. Machen wir gleich. Das hier ist dann das Downscanning, glaube ich, was so realistische Aufnahmen macht. Da haben wir unser Sidescanning, da bin ich richtig heiß drauf. Ja. Da freust du dich auch drauf. Da freue ich mich auch drauf. Aber ich bin ja nicht dabei. Ja, sieht interessant aus. Komm jetzt. Ich will angeln. Wir sind noch gar nicht fertig. Also, wie ihr gerade hört, wir sind noch gar nicht fertig, aber unser Plan war heute, das Echolot zu montieren, ja, den Halter dafür zu montieren, den passenden Geber. Alles das hat Blocki sehr gut erledigt, unter unserer Ansage natürlich. Weil sonst wird das gar nichts werden, ne? Ohne wird das ja gar nichts werden. Dann haben wir uns noch lecker was schmecken lassen, zwischendurch. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und lasst uns ein Like da. Und? Und abonniert den Kanal. Und? Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Keine Ahnung. Man verabschiedet sich. Tschüss. Ciao.